Hallo und herzlich willkommen hier zur 8. Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 in Südhämmern, hier wieder auf Microhazard TV. Ihr seht, bei mir ist alles stockfinster, links herum, aber da kann ich leben, ich bin es gewöhnt. Und der Bio ist natürlich wieder mit dabei. Natürlich, aber ich sage einfach nur Rin-Tin-Tin-Tin-Tin. Ja, und natürlich der Mike ist natürlich auch wieder mit dabei, unser Mr. Wichtig. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Guck mal, da wachsen wieder einige Sachen. Ach, guck mal, jetzt sind die Karotten nochmal um eine Stufe gewachsen trotzdem. Wahrscheinlich hättest du jetzt wahrscheinlich eine höhere Ernterate bekommen. Oh, aber guck, guck dir mal den Hopfen jetzt an, da drüben. Kann ich gerade leider nicht. Zu dunkel. Ja, guck mal, das ist jetzt so eine richtige Stängel nach oben. Ich guck's mir gleich mal an. Wenn ich die Bahn zu Ende habe, guck ich's mir mal an. Ich kann mir den Bio gerade vorstellen, eine Handvoll Hopfen. Mund rein. Aber das könnte durchaus sein, Bio, ne, dass jetzt hier ein höherer Ertrag rauskommt. Mhm. Wenn ja, dann merke ich mir das fürs nächste Mal, weil. Ne? Ich wollte mal nämlich gucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich allgemein jetzt aus? Kann ich denn jetzt auch arbeiten? Ich glaube, es ist noch nicht Nein, fertig, oder? Alles im Wachstum. Dürfen noch nicht fertig sein. Nö. Ja. Das ist mal für alle anderen Sachen, glaube ich, die gesät sind, wirklich den Drescher dann brauchen, ne? Nein, das sieht irgendwie komisch aus. Kann ich die Farbe noch nicht wirklich zuordnen. So, jetzt werde ich mal gucken, wie der Hopfen aussieht. Für euch auch mal. Guck mal bitte nach, wenn du fertig bist auf Feld 43. Ist das ein Wachstum? Guck ich gleich. So, hier ist Seda Feld 43, 9. Der Hopfen wächst hier nach oben, auch ohne Stängel und also wir können trotzdem Hopfen anbauen, sieht nur komisch aus, weil diese Haltefäden, diese Halteseile quasi fehlen. So, was soll ich gucken? Feld 43, sagst du? Sieht komisch aus, ist im Wachstum bei mir. Okay. Sah nur komisch aus. Nee, also guck mal, wenn der Hopfen hier im Wachstum ist, dann ist er da auch noch im Wachstum. Bio und Eis Löwenzahn. Ah, ja. Weil ihr sagt, sieht komisch aus. Kennst du das nicht? Nee. Diesen Löwenzahn, der auf ZDF mal liest, sieht komisch aus, ist aber so. So, kannst du übrigens das langsam rüberkommen hier, Mike? Ich bin am Arbeiten, hallo. Das ist noch nicht das halbe Feld, Bio. Echt nicht? Nein, weil guck mal, hinten stimmt, ist es ja, doch deutlich breiter hinten. Nee. Mein Chef sagt, ich muss hier erstmal zu Ende machen. Kündigung schreiben wir schon auf den Tisch. Du wirst hier richtig hart angenommen. Ich bin nur Gastarbeiter, ja. Nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Wieso, weil du aus dem Osten kommst? Ja, hört euch das an. Ja, sowas muss ich mir gefallen lassen hier. Diskriminierung am Arbeitsplatz. Genau sowas. Ah, jetzt kommst du auch aus dem Osten? Ja. Scheiße, sonst hätte ich gesagt, der Bio ist der Quoten-Oste. Nein. Ossi. Soll ich mit den restlichen Karotten noch warten, weil die würden noch mal ein Stück höher kommen, glaube ich. Na, mach jetzt die Spitze da fertig, da dieses Stück da. Und das Breite hinten, das lasse ich. Genau. Weil wenn ich ernte, dann sieht man nämlich auch, dass die Karotten so ein Stück aus der Erde rausgucken. An der Stelle, wo ich die Ernte schon war quasi, oder wo ich rüberfahre. Dann lassen wir die nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal ein bisschen mehr raus. Aber ist cool, dass du jetzt schon so sind die Frühkarotten wahrscheinlich. Ja, die kann man ja in verschiedenen Wachstumsstadien normalerweise ernten, ne? Egal ob groß oder klein halt. Ne? Finde ich aber nicht verkehrt, ja. Einmal, wenn ich falsch verquält, die Schilder werden wenden, aber das ist mir auch egal. Ah, wir haben jetzt schon 18.720 Karotten drin. Das ist doch gut, dann kommen wir jetzt auch wieder raus. Ah, diese Autos hier auf der Straße immer. Ich höre Mucke. Ja, du und deine Mucke wieder. Geht's dir gut? Ja, das singt ja da gerade. Das interessiert mich nicht, was ihr da gerade singt. Dachte. You understand. So, Bio, möchtest du über dein heutiges GOG-Game sprechen? Ja, heute ist ja Mittwoch schon wieder, stimmt. Ja, letzte Woche hatte ich ja Ice Dragon Crimson Sky präsentiert. Genau. Ne? Ein wirklich tolles
altes Spiel, ich glaube 1999, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, oder 2000? 2000. Oktober 2000 veröffentlicht. Mein Spiel heute wird nochmal einen Ticken älter. Ich glaube 1999 oder 1998, irgendwie sowas in den Dreh, kommt heute natürlich Anno 1602 bei den GOG Games. Und da gucken wir uns das Spiel nochmal ein bisschen genauer an. Allerdings sind meine Videos immer nie so lang wie die vom Ice Dragon. Meine GOG-Spiele sind ja immer so ein bisschen über eine Stunde. Ja. Also nein. Heute, Anno, gucken wir uns natürlich den ersten Bau, natürlich unserer ersten Siedlung an. Ja, ist wieder ein schönes altes Spiel. Und aber nächstes Mal könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wenn ich komme. Denn das wird definitiv das älteste Spiel, was wir uns hier mal auf GOG vorstellen werden. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch mal gespannt, was er da macht, der Bio. Du kennst das Lobber schon. Naja, bestimmt. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, weil das Spiel ist wirklich schon, ja... Asbach. Da waren, ja, das kann man schon sagen. Asbach, wir waren noch kleine Knurpse zu dem Zeitraum. Aber ich habe es dennoch gespielt, ein paar Jahre später. Aber ich habe es gespielt. Und von daher sollte das hier, ey, blöd hören. Na. Da fährt er mir einfach hin. Ja, mit deinem Traktor auch noch. Ne? Mach mal ja. Ich nicht verstehen. Gastarbeit. Ja. Heute gut. Der nimmt es ein bisschen sehr ernst, wa? Und seine Gastarbeit. Alter, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber bezahlt wirst du hier nicht, ist ja klar, oder? Ich gehen. Kinder ist hier. Also ich habe jetzt auch schon geschwadert, müssen nur noch eingesammelt werden. Und die Frage ist, was man damit machen soll. Wollt ihr jetzt ballen? Ey, guck mal, das ich sag mal, ich habe am Anfang immer die Ding. Ah ne, da muss halt aber noch zettern, glaube ich, Alter. Dann habe ich das immer eingesammelt, ja, dann habe ich das mal foliert und dann habe ich das als Silage gekauft. Ja, ich weiß ja nicht, warum ich das schon früher mal gemacht habe, wenn ich nicht aufnehme, dass ich keine Musik hören kann währenddessen. Keine Ahnung. Alt und grau. Ja, glaube auch. Wir werden halt nicht mehr jünger, das ist das Problem. Ja, weißt du, die neuen Menschen aus dem Osten sind ja nicht gewohnt, dass man nur hören kann, die man will. Weißt du, das sagt der Bessi. Genau. Ich habe schon mein Leben lang ein öffentliches Radio gehabt. Das gab's bei uns auch. Wir hatten auch schon schwarz-weiß Fernseher und? Wir hatten auch Radio. Ja. Wir hatten auch Westsender. Ja, du musstest dir dann die Antenne mit Alufolie verstärken, ne? Also wir haben auf jeden Fall den... Je nachdem, wie weit du von der Grenze weg gewohnt hast. Na, wir haben ja damals in Engeldamm gewohnt und doch relativ nah an der Grenze. Ja. Und mein Vater hatte da mal so eine Story erzählt gehabt, der sollte halt die Teller abwaschen, ne? So wie man es halt macht, Teller abwaschen nach dem Essen. Und statt die Teller abzuwaschen, hat er es einfach über die Mauer geschmissen. Und meine Oma hat sich gewundert, wo sind denn meine ganzen Teller hin? Tja. Aber mein Vater war fertig gewesen, konnte schnell wieder raus und spielen. Ja? Coole Sache. Aber dann halt nächsten Tag kein Teller mehr. Es wurden halt immer weniger, ne? Aber du kennst doch, ne? Alte Omis, die haben ja dann nicht nur so wie ja, unser haben, eins heute, so 10 Teller, verstehst du? Die haben schon 20 Wiese zu Hause eigentlich. Ja. Da fällt es nicht so groß auf. Nur irgendwann wird es halt immer leerer und leerer. Ja, genau. Ja. Aber bevor wir jetzt hier wieder Ost- und Westgeschichten hier wieder herziehen, wollen wir mal das Thema wechseln. Es ist wieder hell geworden. Es ist 5 Uhr morgens. Juhu, ich sehe wieder was. Mike, wenn du mir Karotten kaputt fährst, dann hau ich dich kaputt. Der mit meinem Traktor mäht, ja? Oh. Ich nicht verstehe. Tja. Du machst einen kaputt Karotten, ich mache einen kaputt dich. Nein, das heißt, es geht so, wenn du das kaputt machst, mache ich dich kaputt. So, wenn wir jetzt russische Freunde hatten, dann haben wir die jetzt auch natürlich auch verschreckt. Nein, meine Eltern kamen aus Polen. Aus Russland. Kamen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ja. Ja. Ich weiß, die Polen und die Russen verstehen sich nicht besonders gut. Ich sag mal so, ich hab russische Freunde, also. Ja, aber so an sich ist so das Allgemeinklima, sag ich mal, so zwischen Polen und Russland. Ja.
Aber das stört mich ja nicht hier im Westen. Sind 5 habe ich schon wieder drin hier. Wie passt rein, der Anhänger eigentlich? Keine Ahnung, der ist jetzt 74% voll. Okay. Ja, eine Bahn zurück doch, dann habe ich das Stück hier erstmal gleich und den Rest lasse ich noch wachsen. No? Ich lasse die Zeit auch weiter nach oben. Ja, ja, genau, lass mich noch oben. Also bei dem Rest auch mal was zu machen ist dann noch. Dass du mir auch schon was machen kannst. Ja, na, aktuell mache ich ja was. Ja. Ich stehe ja nicht nur ganz so doof. Dass der Mike was zu tun bekommt. Wenn wir beide ernten, dann kann er bei uns beiden ständig kommen und abfahren kommen. Ja, zum Bleistift. Es sei denn, du machst dein Hexegut, dann fährst du dir mehr oder weniger selber ab. Naja, wäre schon cool, wenn man da dann immer ihn hat, der dann wirklich ankoppelt an allen. Der Anhänger wechselt einfach nur. Genau, ja. Das Problem ist nur, dass wir dafür dann wahrscheinlich zu wenig Anhänger haben. Ja. Ich meine, gut, ich kann die Karotten auch einfach irgendwo hier hinschmeißen erstmal. Dann kann man sie über Schaufel wieder aufladen. Aber ja, aber ist ja auch umständlich. Wir könnten auch einfach so ein tragbares Teil einfach besorgen. Ein tragbares Teil? Mhm. Eine tragbare Auflage, Dingsbums, Dings da zum Aufladen. So, ja, das Problem ist halt mit dem Doppel-Einsammeln etc. Da müsste man irgendwann, glaube ich, einen größeren Hänger für besorgen, oder? Sonst fährst du dich ja echt nur kaputt. Was meinst du jetzt mit, was meinst du, was wir besorgen müssten, Bio? Das ist ein Förderbandsystem. Ah. Ich fand es lustig, wie du bei Airport Sim hier, oder Sim Airport, gleich mit dem Conveyor System, gleich am Space System an mich gedacht hast. fand ich sehr, sehr interessant. Ich fand auch lustig, wie du dein Förderbandsystem da unterirdisch gebaut hast, so ganz schon außerhalb unter der Straße schon fast. Ja, fand ich. Das ist ein Wort, was ich von dir gelernt habe. Conveyor? Ja. Förderband, ja. Gut, das habe ich von Space Engineers gelernt, das kannte ich vorher auch nicht, das Wort. Und ja, von daher muss ich da sowieso mal nicht denken. Ich bin fertig, ich glaube, meine Felder sind durch. Hoffste. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier mit dem Korbmanager funktioniert, mit den Wachstumsstufen, deswegen. Meine Frage, habt ihr hier in dem Spielstand so eingestellt, nur einmal düngen? Ja. Ja. Ah, das erklärt. Wir haben nur einmal düngen und wir haben Flügen ausgemacht. So, Mike, wenn du mal könntest, hier, hol mal einen Hänger. Ey, gerade wenn ich wegfahre, ne, und dachte mir, ja, dann sammle ich mal das Gras ein, dann hol mal einen Hänger. Ah, jetzt fällt einer das Gras einzusammeln, jetzt wo alles fertig ist zum Ernten. Ja, wo ist der Hänger? Nee, obwohl, das ist noch nicht fertig hier. War es noch nicht fertig? Ey, hier ist ein Unfall auf der Straße passiert, die Autos haben Kollision, Alter. Ich bin hier durch. Ey, hier kann Stau entstehen, ne, wenn die beiden Autos hier nicht weiterfahren. Das ist Schicht im Schatten. Wir haben dich einfach mal in der Kurve angeeckt. Gerade abladen, den Hänger. Wir haben mich gerade reingeschickt, um die abladen zu können. Rein, gell? Ja, jetzt kannst du. Tschüss! Hol dir mal einen neuen Hänger. Wo ist denn hier ein Hänger? Aber also du bist ja jetzt. Nee, obwohl, müsste dein Gras nicht jetzt auch gewachsen sein? Die Karotten sind nicht mitgewachsen, die haben unterschiedliche Wachstumsphasen. Harten Taten. Aber ich lasse den Terra mal hier hinten stehen, gleich am Feld. Ja. Ups, Motor ausmachen. So. So haben wir den Terra hier erstmal geparkt. Wieder, ihr seht die Karotten. Da guckt noch nichts aus der Erde. Da warten wir bis zum nächsten Mal, bis die wieder hier rausgucken. Ich werde jetzt meinen Hexe gut machen. Wo ist mein Traktor? Am Hof. Da ist er. Du machst dein Häcksel gut? Mhm. Fällt zum Häckseln, ja? Mhm. Gut, Karotten. Oh, 34.750 Karotten haben wir schon. 34.000, ich bin mal gespannt auf den Preis. Jetzt mal eine Frage. Kann ich jetzt irgendwie auch das Gras verkaufen? Oder was machen wir damit, wenn ich es eingesammelt habe? Verkaufs. Komm hier auf den Hof. Mhm. Achso, ich muss den Motor wieder ausmachen. Auf dem Hof, ja, ich würde dir, also an der Seite, wo Feld 9 ist, an der Ausfahrt,
Zufeld 9 vom Hof aus. Da hast du einmal ein Schild, wo Stroh, Gras und Heu steht. Da müsstest du das abladen, zählt verkaufen können. Oder nur zwischenlagern können. Keine Ahnung, ob das da verkauft wird oder zwischengelagert wird. Weil hier ist auch ein Rohr, was nach draußen führt. Ich weiß nicht, ob man es einfach nur zwischenlagern kann. Keine Ahnung. Oder du fährst einen langen Weg damit, wenn du Lust hast. Und fährst damit ganz runter bis zum Strohkraftwerk, ganz unten auf der Karte, bei Feld 39. Da kannst du Gras definitiv verkaufen. Das kann ich machen, mir egal. Ja, dann mach das. Dann kriegen wir gleich Kohle dafür. Ich bin ja hier der Einzige, der für Geld sorgt. Ja. Hab schon bei der ersten Staffel gesehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Maisstücker zuklappen, Maisstücker senken. Ja, deswegen, genau deswegen, Mike, hatten wir die Geld, weil du nie da warst. Ja. Jetzt wissen wir, Bier, warum wir kein Geld hatten, ne? Mach dir mal einen Kopf. Hier, Mike, Gastarbeiter, wenn du da gewesen wärst, hätten wir Geld gehabt. Ich sag mal so, ich habe ja schon erwähnt, ich bin ja noch, wie gesagt, die Woche hier, ne, in der Werkstatt bei uns, wieder mal. Und ich kann halt auch, wenn wieder was, ne, außerhalb der Sendezeit machen. Also habe ich kein Problem mit. So, der Klaas in Action. So, was hast du gesagt? Feld 39 vor. Ich könnte schon wieder einen neuen Hänger gebrauchen, der ist schon wieder voll. Da unten bei Arschtrocker. Ja, mit so einem Hexegut-Ding brauchst du auf jeden Fall einen Hänger eigentlich. Brauchst du einen größeren Hänger für. Ja, ich bin voll. Warte mal, wir gucken mal in den Kipper rein im Shop, ob wir dem noch was anderes kaufen können. Weil wir haben jetzt den ganz kleinen, da passen ja bloß 8000 rein. Was hältst du von dem Agro-Liner für 25.000? Haben wir so viel noch? Nee, nein, wir haben 14.000. Willst du mieten? Naja, das lohnt sich nicht. Ich habe einmal was gemietet, ey. Naja, aber Hexegut kann sich schon. Ich werde mal kurz mal die Zeit runterstellen. Ja. Oh, das ist ja Wasser, scheiße. Was bekommen wir denn, wenn wir die Bienen verkaufen würden? Dann in großen davon kaufen. Für die beiden kleinen bekommen wir jeweils für den einen 7.000, für den anderen 2.000. Wären knapp 10.000, wa? Ja. So in etwa 9. Übrigens, wir haben ein Gewicht, ne? Irgendwo rumliegen. Also wir können mal gucken, wie viele. Warte mal, ich verkaufe jetzt mal gleich kurz die Gras und dann kannst du ja gucken, wie viel du davon bekommen hast. Verkaufst du die Gras? Ich verkaufe die Gras. Also irgendwie, ich glaube, der Crop Manager bringt uns auch nicht viel, was die Wachstumsphasen angeht. Weil der Hopfen sieht bei mir jetzt auf Feld 19 aus, als wäre er schon so hoch wie mein Traktor, noch höher. Ja? Mhm. Wenn ich daran vorbeifahre, geht es wieder um eine Stufe runter. Wisst, ne, der beste Trick, den ich euch empfehlen kann, ist, bevor ihr ein Feld kauft, wartet bis erntereif ist, dann kaufen, mit Dünger drüber fahren und dann abernten. Also irgendwie mit den Wachstumsphasen stimmt das trotzdem nicht richtig hier. So, dann bin ich jetzt hier mal beim Kraftwerk und dann schauen wir mal. Was werden wir noch benötigen in größerer Menge? Nächste Zeit Gerste wieder, wa? Trotzdem noch mal, oder? Mhm. Auskippen auf ihn. Könnt ihr mal gucken, wie viel ihr dafür kriegt, ich weiß es nicht. Ja, ist nur so ein kleiner Hänger, wa? Nur 21.000 Gras sind drin. Ja, weil ich jetzt also 2.000 haben wir gekriegt. Ist halt nur Gras, ne? Also, und da nicht so viel kriegt, für kann ich mir schon vorstellen. Ja, jetzt müsste man echt einen größeren Ladewagen haben, ja. So ein 59.000 Liter, ey. Naja, aber naja, ja, wenn 21.000 gerade mal 2.000 bringen, dann bringen 59.000 vielleicht 5.000. Ja, sag ich ja, 5.000. Gut, jetzt haben wir aber das Problem, dass ich jetzt hier stehe. Du keinen Anhänger hast. Genau. Ja, dann entweder miete ein oder verkauf die beiden Großen und kauf einen. Dann haben wir halt nur noch einen. Glück genommen alles. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, dass wir nur ein Feld ernten und nicht mehrere gleichzeitig ernten, dann sollte das kein Problem sein. Trotzdem sehr ärgerlich. Daran haben wir überhaupt nicht gedacht gehabt. Jetzt also. Mach das erstmal, verkauf die beiden, kauf einen größeren. Dann kümmern wir uns so weit wie möglich darum. Die Silage kann ich doch dann auch in so einen Hänger schmeißen, oder? In so einen Hänger? Ja. Also wenn ich es doch jetzt gärden lasse, hier bei uns, ja. Dann kann ich das doch dann später dann irgendwie wieder verladen, ja genau. Genau, machen. Okay. Ja. Also kann ich es hier einfach auskippen ohne. Ja. Ey, der Mais ist fertig. Achso, ja, du bist ja gerade dran. Ja, naja.
ich bin dabei. Ne, ich habe jetzt nur beim Vorbeifahren gesehen. Die Folge ist zu Ende, lieber Eis. Ja, da hast du vollkommen recht. Die Folge ist wieder zu Ende und dann sehen wir uns natürlich morgen wieder. Ja, na, aber selbstverständlich. Am Donnerstag. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Genau, bis morgen. Tschüss. Bin ich Schnurrbart. Tschüss.